Natron ist ein sehr beliebtes Mittel, was ja auch neben der Küche auch vielseitig einsetzbar ist aufgrund des pH-Wertes, diesen positiven, den es entwickelt bzw. verursacht. Und es wird auch neben zum Beispiel im Garten auch für die Gesundheit genutzt, aber es kennen nur sehr wenige Menschen ein anderes weißes Pulver, was viel besser ist als Natron und sogar noch viel kostengünstiger. Wenn ihr das Permakulturprojekt unterstützen möchtet, dann könnt ihr es unter anderem im Spreadshirt-Shop machen. Da könnt ihr unter den folgenden Logos aussuchen, was ihr denn auf euren T-Shirts, Pullovern, Schürzen, Cappies und alles Mögliche haben möchtet. Da könnt ihr mal gerne ein bisschen reinschauen. Weitere Möglichkeiten sind jetzt zum Beispiel, wenn ihr Hilfe braucht. Ich gebe auch gerne Webinare in Sachen Permakultur, schleimfreier Heilkost oder zum analogen Feld. Und natürlich auch Tai Chi, wer da ein bisschen in die Richtung auch gehen möchte, Qigong, ein bisschen mehr den Körper fühlen, da könnt ihr mich auch gerne anschreiben. Da habe ich jetzt auch schon einige Erfahrungen sammeln dürfen. Und zum Abschluss natürlich, wenn ihr einen eigenen Garten habt, dann darf natürlich auch nicht samenfestes Saatgut bei euch im Garten fehlen. Hier habe ich unzählige Tomaten, Gurken, Melonen. Alles Mögliche, was ich so bei mir jetzt die letzten Jahre angebaut habe, ist alles samenfest und freut sich darauf, bei euch im Garten zu landen. Ich bade sehr gerne und in der Regel sind es alle 2 Tage. Im Sommer gibt es auch Zeiten, wo ich jeden Tag bade, weil es halt einfach wärmer ist, ich mich viel bewege und nicht dadurch schwitze. Und es ist dann ein bisschen unangenehm, in der Plörre dann auch zu schlafen und duschen. Mag ich nicht so gerne. Jedenfalls kennen mich viele, wenn ich bei Videocalls mit dabei bin, sei es auf Telegram, Zoom oder Jitsi, dass ich dann in der Badewanne liege und mir dann schon mal beim ersten Mal, wenn die Leute mich in der Badewanne sehen, mir dann einen kleinen Ruf auf baue oder beziehungsweise schon mein Erkennungssymbol ist, neben der Brille hier zum Beispiel, dass ich dann der Badewannenchrist bin. Also für mich zählt die Badewanne zu einem der wesentlichen Gesundheitsfaktoren mit dazu, beziehungsweise Basisbaden. Und das hat bei einem pH-Wert von ungefähr 9 die Osmose wirkt und der Körper da mit dem Entgiften über die Haut anfängt und die Gifte auch da gebunden werden. Und viele nutzen halt für basische Bäder sehr viel Natron. Ungefähr 500 Gramm bräuchte man für eine Badewanne. Also einen halben Kilo, damit du halt einen entsprechend hohen pH-Wert erreichst. Und ich habe mir dann einen Brief von so einer Rohkostpost mal online geholt bezüglich des Themas von dem Basenbädern beziehungsweise auch die Geschichte, da wird auch die Geschichte von basischen Bädern erklärt und wie halt früher die zum Beispiel die germanischen Stämme hier gebadet haben, wodurch sie auch recht stark und aktiv gewesen sind und das Römische Reich da versucht hat, da gegen diese Krieger zu kämpfen, da nicht so die guten Chancen gehabt hatten. Dann wird da so diese Geschichte mit Baden, Duschen und alles Mögliche auch mit diesen basischen Seen. Bisschen erzählt, kann ich auch nur jedem empfehlen. Das ist eine sehr interessante Geschichte. Und da wird dann auch weiter beschrieben, Natron und das andere Mittelchen, wo man eine viel geringere Menge hat und dadurch noch einen viel höheren pH-Wert erreicht. Sie flunkern doch. Und das ist nämlich Waschsoda. Und mit dem Waschsoda bade ich schon seit ungefähr 2 bis 3 Jahren. Im Rohkostbrief werden dann die pH-Werte von Natron und Waschsoda gegenübergestellt. Und das ist dann auch schon sehr erstaunlich. Ich habe jetzt auch den Test gemacht. Ich habe mir extra für dieses Video auch pH-Stäbchen organisiert. Und da habe ich dann auf 2 Krüge genommen mit 1 Liter. Und da in einem habe ich dann Natron hinzugefügt, ungefähr 2 Gramm. Und auf der anderen habe ich dann ungefähr 2 Gramm Waschsoda aufgelöst und dann habe ich die pH-Stäbchen reingetan und beim Natron war dann hatte ich ungefähr auf 1 Liter einen pH-Wert von 8 bis 9. Ich glaube, das ist aber eher die untere Grenze von 8 und bei dem Waschsoda habe ich einen pH-Wert von 11 bis 12 und das nur bei 2 Gramm. Bei meiner Badewanne löse ich ungefähr 20 bis 30 Gramm Soda auf und erreiche dann einen pH-Wert von 10, was ich recht gut finde. Alles, was dann über 11 hinausgeht, wirkt dann auf die Haut
sehr ätzend. Ich liege dann ungefähr 2 bis 3 Stunden da in der Wanne. Und wie gesagt, das ist auch in diesem Rohkostbrief auch mit beschrieben, auch die Rechenverhältnisse, dass man für Natron ungefähr 500 Gramm auf die gleiche Menge auf 100 Liter oder 150 Liter Wanne benötigt. Also es ist ein wesentlich größerer Unterschied. Das heißt, man erreicht mit Waschsoda mit einer geringeren Menge einen viel höheren pH-Wert und man gibt da einfach viel weniger Geld aus. Und da sieht man auch wieder, dass halt der Natron so ein kleines Hype ist, dass Waschsoda ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, dass die Leute trotzdem noch etwas mehr Geld ausgeben, obwohl es bessere Alternativen jetzt mit dem Waschsoda gibt. Wichtig ist auch, wenn man den pH-Wert berechnen möchte, mit dem Mengeneinsatz von Waschsoda oder auch Natron, sollte man einfach berücksichtigen, dass es keine herkömmliche Steigungskurve ist, wie man sie erkennt, sondern dass es eine logarithmische Steigungskurve ist. Das heißt, dass die Kurve dann irgendwann ganz nach oben geht und man braucht immer eine größere Menge, um halt einen höheren pH-Wert zu erhalten. Also ab 11 braucht man eine wesentlich größere Menge, zum Beispiel an Waschsoda, dass man einen höheren pH-Wert von vielleicht 0,1 oder 0,2 Punkten erreicht. Das ist auch nochmal in diesem Rohkostbrief schön dargestellt, auch chemisch ein bisschen aufgeschlüsselt. Das werde ich versuchen dann auch unten zu verlinken, die Datei. Dann könnt ihr alle auch mal nochmal reinschauen. Also zusammengefasst, wenn ihr Geld sparen wollt und einen viel höheren pH-Wert erreichen möchtet, nutzt Waschsoda im Vergleich zu Natron. Mache ich schon seit mehreren Jahren so, wie gesagt, 3 Jahre ungefähr. Und ich kann es auch nur jedem bestätigen, das zu machen, auch öfter basische Bäder zu machen und vielleicht euch auch nochmal einen Ruf als Badenwanne-Fuzzi, so wie ich, zu ergattern. Welche Qualität sollten wir für unser Waschsoda berücksichtigen? Also am allerbesten ist die Industriequalität, die wird dann oft für den Außen- bzw. für den Gartenbereich genutzt und die Lebensmittelqualität. Also die ist dann für das Haus zum Beispiel wird diese genutzt, dieses Waschsoda. Das sind die zwei optimalsten, die man jetzt auch für basische Bäder nutzen kann. Danach kommt die pharmazeutische Qualität, die man zum Beispiel für Apotheken hat und dann letztlich ist dann für Testzweck. Aber die ersten beiden kann ich auch nur jedem empfehlen, die für eure basischen Bäder zu nutzen und auch darauf zu achten. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne kannst du deinen Kanal auch kostenlos abonnieren, wenn du dabei noch auf die Glocke drückst. Dann wirst du immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und ich freue mich auch, wenn du das Video weitestgehend teilst an Freunden, Bekannten, Familien auf Social Media Plattformen, damit immer mehr Leute auf die Spur von Waschsoda kommen. Und sonst wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.